Hi Freunde, heute gibt es den nächsten Adventskalender hier auf meinem Kanal, nämlich den Kinder Maxi Mix Adventskalender. Ich denke mal, einen Adventskalender, den wir ja schon alle einmal hatten, oder? Hattet ihr schon mal diesen Kinder Adventskalender oder einen anderen Kinder Adventskalender? Es gibt ja, glaube ich, mehrere von Kinder Schokolade, Kinder Country, Kinder Schokoriegel, Schokobons sind mit dabei. Und ich werde heute den ganzen Adventskalender auspacken. Ups, da ist schon mal eine Tür aufgegangen da unten. Ja moin, ich muss aber einmal ganz kurz, weil hier ist noch eine Folie drum. Da habe ich nämlich eine Schere am Start und mache jetzt hier mal den Adventskalender richtig auf. Und starte dann logischerweise bei der Nummer 1. So, Freunde, ich habe auch schon richtig, richtig Hunger. Ich werde natürlich nicht alles essen, ist klar. Man soll ja Zucker natürlich mit Vernunft zu sich nehmen und nicht jeden Tag, keine Ahnung, 500 Gramm Zucker ist natürlich viel zu viel. Und deswegen ist so ein Adventskalender jeden Tag eine Kleinigkeit, denke ich mal, für alle etwas Feines. Für uns, für Eltern und für eure Opa, eure Oma. Ganz genau. Ich werde mit der 1 anfangen. Und den nächsten Adventskalender gibt es natürlich dann am Sonntag um 8 Uhr. Es gibt ja jede Woche zwei Adventskalender bei mir. Mittwoch 18 Uhr und Sonntag 8 Uhr. Ja, wollo. Wir starten hier mit der 1. Ich habe sie eben schon gesucht und die 1 ist direkt der erste Schoko-Weihnachtsmann, beziehungsweise es ist kein Weihnachtsmann, sondern es ist so ein Eisbär. Komm, den mache ich direkt mal auf. Der sieht so aus, schön in der Kinderschokolade, die man halt kennt. Oder wenn man das so sieht, dann würde ich schon gerne einmal abbeißen. Bin ich ganz ehrlich. Es ist innen hohl, sage ich mal. Also man kann, ich zeig's einmal. Also ich hätte mir den Adventskalender nicht geholt, wenn ich Kinderschokolade nicht mögen würde. Aber Kinderschokolade schmeckt einfach gut. Ist einfach so. Es gibt auch andere Schokolade, die gut schmeckt. Beispielsweise hier diese, erkennt ihr diese Schokoladentafel mit Milka Daim, esse ich noch gerne. Aber jetzt auch nicht jeden Tag. Ich esse eigentlich allgemein nicht so viel Süßkram. Dann esse ich noch gerne diese Bambina. Sagt man, ist das Bambina mit Kokosraspeln so mit drin? Oh, die ist auch geil. Die ist auch nice. Wir machen weiter mit der 2. Und da ist ein klassischer. Kriege ich nicht raus. Perfekt. Ah, da ist er. Ein klassischer Kinderriegel mit dabei. Der sieht natürlich ganz normal aus, aber ey, wieso ist denn der schon? Schmeckt noch, aber der sieht so aus, als wäre schon mal irgendwie Luft dran gekommen. Okay, mache ich wieder zusammen. Das ist in Türchen 2 mit dabei. Hat sich gereimt. Türchen 3 haben wir unten links. Da unten. Und Türchen 3, oh, zwei sogar. Zwei Schokobons und gleich in meinem Mund. So, Dönitz. Jetzt ess bitte von den anderen Türchen nicht mehr so viel. Ich finde die 4 nicht. Doch, da sie. Die Nummer 4. Der genau der gleiche Weihnachtsmann-Eisbärmann in Türchen 4. Lege ich mal auch beiseite. Wie gesagt, ich esse jetzt hier nicht jede Tür auf. Nummer 5, oh, das ist, die ist etwas größer, was ist denn da drin? Ein Überraschungsei in der Türchen 5? What? In Türchen 5, na ja moin. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass in Türchen 5 ein schönes Überraschungsei drin ist. Mache ich mal auf, weil da haben wir natürlich noch ein Spielzeug mit drin. Oh, wie lange habe ich schon kein Überraschungsei mehr aufgemacht? Wer kennt das noch von damals immer? Schön am Ohr schütteln. Oh, ist da eine Figur, dann ist da keine Figur drin. Und wir kriegen einen Tiger. Einen Tiger oder einen Löwe. Das ist ein Gepard. Ne, keine Ahnung. Ein Löwe, Tiger. Ich würde jetzt zum Tiger tendieren. Aber genau weiß ich es nicht. So, ich möchte ihn aber hier einmal. Hey. Muss man jetzt einfach nur so reinlegen? Echt jetzt? Ich habe gedacht, das muss man so festklacken. Ein rein, dann kommt der
andere. Ich mach doch hier irgendwas falsch. Ey, PAX United 24 ist zu Lost eine Überraschungsei-Figur zusammenzubasteln. Ey, das ist doch. Ey, ich mach den so, der hat keinen Schwanz. Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Das geht nicht, Leute. Ich krieg's nicht hin. Okay, dann Nikolaustag, Türchen 6. Das ist wieder so ein Weihnachtsmann-Safe. Und das ist diesmal wirklich ein Weihnachtsmann. Ein richtiger. Ein richtiger Weihnachtsmann. Bam. Stelle ich auch beiseite. Ich habe jetzt schon ein bisschen Schokolade, die ich essen kann in der Vorweihnachtszeit. Ja, im Oktober Vorweihnachtszeit. Es gibt ja auch schon überall Spekulatius und so. Türchen 7. Türchen 7. Oh. Also ich finde ja Schokobons an sich richtig lecker. Aber noch leckerer sind die weißen Schokobons. Die weißen. So, ach, das ist safe ein Kinderriegel. Und natürlich ist es ein Kinderriegel, wenn es so lang ist. Zack, kommt zur Seite. Türchen 9. Oh, das ist wieder. Was ist das denn hier? Ah, das ist ein richtig. Alter, geil. Die habe ich ja auch schon ewig nicht gegessen. Kinder Country. Die habe ich immer auch mit am liebsten gegessen. Kinder Country. Schön mit diesen Haferflocken mit drin. Oder was ist das da drin? Cerealien? Ihr wisst doch, jeder hat schon mal von uns eine Kinder-Country gegessen. Richtig nice, richtig lecker. Und der war in Türchen Nummer 9. Türchen Nummer 10 ist wieder der Eisbär. Und jeder Eisbär hat auch diesen blauen Pullover an hier. Ich habe gedacht, die haben unterschiedliche Pullover an, aber jeder Eisbär hat ihn in blau an. Türchen Nummer 11. Türchen Nummer 11, 11, 11, 11, 11 haben wir da. Und das sind wieder zwei Schokobons. Zwei Schokobons und wieder gleich in meinem Mund. Türchen 12 ist auch ganz klar ein Kinderriegel. Aber ich könnte jetzt was zu trinken gebrauchen. So, Türchen 12 war ein Kinderriegel. Türchen 13 haben wir hier unten. Das müsste... Oh, ein Rentier. Ein Rentier. Ja, Türchen 13 hat man noch nicht. Aber ist quasi genau das gleiche wie der Eisbär und genau das gleiche wie der Weihnachtsmann. Wenn man den auspackt, sieht der komplett genauso aus, weil die halt so abgerundet sind. So, Türchen 13, Türchen 14. 14, 14, 14. Da unten links, das sind wieder Schokobons. Jawohl. Schokobons und diesmal nicht gleich in meinem Mund. Türchen 15 ist ein Kinderriegel. Ich bin gespannt, ist ein Türchen 24 könnte nochmal ein Überraschungsei sein, ne? Türchen 16. Oh, Kinder Country Time. Ah! Numero dos. Nicht Numero uno, sondern Numero dos. Türchen 17. Hier links an der Seite. Es ist der nächste Eisbär. Der vierte. Türchen 18. Türchen 18 haben wir hier rechts. Das sind wieder schöne Kinder-Schokobons. Dann Nummer 19. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Es ist wieder ein Kinderriegel. Der nächste, das ist mittlerweile der vierte. Dann die 20, das ist der nächste Weihnachtsmann. Ganz genau, 21 hier oben. Ach, seht ihr gar nicht, ganz oben ist der. Das Türchen Nummer 21 sind wieder zwei Kinder-Schokobonchen, Bonsichen. Dann 22, der nächste. Huch. Jetzt habe ich den Adventskalender komplett kaputt gemacht. Türchen 22, der nächste Kinderriegel. Und jetzt nähern wir uns dem Ende. Nochmal ein Rentier. Und 24, Überraschungsei. Ja! Das alles andere wäre auch frech gewesen, ne? Wenn in der Türchen 24 kein Ü-Ei drin gewesen wäre. Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, Ü-Ei machen wir auf und kann ich diese Figur... Es ist sogar eine richtige Figur. Also eine richtige Figur. Weil es ist nicht das Gelbe vom Ei, weil es ist das Orange vom Ei. Und Orange bedeutet immer eine geile Figur. Aber was ist das denn hier? Ist das so eine Weihnachtskugel oder wie? Lol, mit einem Band mit dabei. Das kriege ich doch niemals auf die Reihe. Das kriege ich doch niemals hin. Ja, moin, Alter. Guckt euch das an. Wie viele Teile sind denn in einem Überraschungsei mit drin? Das ist ab Kinder von
4 Jahren oder so. Und ich krieg das nicht hin. Ich sag's euch, ich werde das nicht hinkriegen. So. Hä? So, dann einmal so. Ach, immer entgegengesetzt oder was? Alter, WTF. Ach ne, immer. Immer da durch, wart mal. Ah, doch, jetzt check ich's. Jetzt hab ich's gescheckt. Man muss es immer so da reinklacken. Ich krieg's hin. Oh mein Gott, ich krieg's hin. Jetzt muss ich ja noch hier. Bevor ich das letzte Teil ranmache, muss ich diese Dings da einfügen. Zwei habe ich noch. Jawohl. Wer ist stolz auf mich? Wer ist stolz auf mich? Leute, ich krieg's hin. Ich krieg's hin. So, und jetzt muss ich halt diese Teile da noch einfügen irgendwie. Und wie macht man das? Ach, die schiebt man so rein. Zack, dann sieht das so aus. Und dann macht man das hier irgendwie in die Mitte rein. Aber ob das jetzt genau so sein muss, weiß ich nicht. Ich lasse das jetzt so. Und jetzt verbinde ich, glaube ich, das letzte Teil. Und dann sollten wir hier... Zack. Ja. Ah, das tut auch weh, Alter Junge. So, jetzt habe ich den Ball zusammengebastelt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich komplett falsch. Und jetzt kann ich noch dieses Bändchen einfach zwischen so und dann festknoten. Festknöterchen. Und dann kann man das irgendwo ja dranhängen. Am Weihnachtsbaum vielleicht oder so. Dann kann man es halt so festmachen und dann hängt das so. Dieser Ball. Ja, gut, also ich hätte mich über eine schöne Weihnachtsfigur mehr gefreut, anstatt so irgendeinen komischen, so einen komischen Ball hier oder keine Ahnung, was es ist. Ich weiß nicht, ob man immer in diesem Adventskalender das gleiche drin hat. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht beantworten. Das hatte ich auf jeden Fall hier drin im Kindermix Adventskalender 2020. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Denkt dran, ja, checkt die anderen Videos aus. Heute gab es natürlich auch ja eine FIFA-Karriere, nämlich die Bayern-Karriere ist heute online gekommen. Sonntag gibt es dann die BVB-Karriere. Und natürlich Sonntag, 8 Uhr, nächster Adventskalender. Denkt dran, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.